So Leute, herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir den Rabbit helfen zu flüchten, worauf ich mich schon ganz ehrlich besonders freue, weil es ist richtig cool, so nur mit Kameras und Hacks und so weiter ihm zu helfen. Es wird bestimmt spaßig, sag ich einfach nur, legen wir los. Los, schnell! Verstanden! Das klappt nicht! Bewegung! Rücken vor, sind wir hier bei Call of Duty oder was? Los, los, Kopf hoch. Das ist doch scheiße, Mann. Alles easy. Jetzt, los. Alter, wo kriegt denn der jetzt wieder rum? Wenn ich jetzt sage, dann dreht sich eh um, das war mir so klar. Warte kurz, bis er da wird. Das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt ein gutes Ende. Ruhe. Bewegung. Okay. Ja, lauf schneller. Ich will nicht sterben, Mann. Wirst du auch nicht. Wo ist denn der eigentlich? Ah, da. So. Wo läuft dieser Penis jetzt hin? Läuft jetzt noch weiter, oder? Nicht. Diesen Scheißkernburg werde ich umlegen. Okay, dann muss ich warten, bis er wieder da hinten ist. Okay, los. Okay. Okay, jetzt. Los, los. Das ist doch scheiße, Mann. Alles wird gut. Vorwärts. Ja. Rücken vor. Das klappt nicht. Dahin. Das klappt nicht. Los, schnell. Okay. Shit. Rede. Also Iraq schickt Bad Bug zu den Breaks, um ihn zu erledigen. Hey, das ist eine verdammte Hinrichtung. Und er wird seine härtesten Jungs darauf ansetzen, das sage ich dir. Iraq will Bedbug töten lassen? Ja, Mann. Wenn er sich nicht durchsetzt, okay, ist er erledigt. Aber du kennst Bug, Mann. Komm schon, Mann. Er hat nicht die leiseste Chance. Ich wollte den Dummhaus nur warnen. Wo findet das statt? Jenna Brick Factory. The Bricks. Und jetzt machst du, was du gesagt hast. Nimm die 500 und verlass die Stadt. Rede nicht drüber. Hey, kein Ding. Versprochen. Das ist cool. Gebiet verlassen. Nicht gut. Wenn er getötet wird, verliere ich meinen Zugang zu Rossi Fremont. Das ist cool, das ist cool. Einfach mal aus dem Gebiet hier raus. Ja, komm. Platz da. Platz da, hui. Platz da. So.
Das Gebiet haben Dieses wir verlassen. Fußvolk bedeutet Direct nicht das viel. Das ist wunderbar. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Tja. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Direct nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Kein Chocaron Bandit. Das ist cool. Das ist cool. So, nächstes Ziel ist. Oh, Skillpunkte. Moment. Muss ich jetzt erstmal wieder machen. Hier. Vier Stück haben wir, das ist natürlich cool. Hacken, hacken. Hacken ist immer eine geile Sache. Okay, was hat das eigentlich? Geldautomat Hack Boost Plus. Man ist natürlich auch cool, so Transformatoren zu überladen. Aber alles andere, die kosten alle sehr viel. Machen wir mal Transformatoren. Dann Kampf. Na komm, nehmen wir einen schnellen Wechsel. Haben wir noch einen Punkt und geht das. So. Gutes Timing. So, doch zuerst markieren wir unseren Punkt hier. Gibt es hier irgendwo eine Schnellreise? Vielleicht sogar. Nö, sieht nicht so aus. Dein Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Hinterhalt. Lautet die Frage. Warum fahr ich jetzt eigentlich da hinten rum? Ich einfach geradeaus, verstehe ich. Weißt du was, das passt. Vielleicht muss ich da so auf die Autobahn oder so rein. Sammle nur noch schnell die Jungs ein und treff dich dann da. So. Dann hier los. Toll. Schön die Kurve ausgenutzt. Ah, fahrt mir da unten extra Akku auf. Das ist vorher gar nicht aufgefallen, gar nicht drauf geachtet. Bürgermeister Rushmore versprach sich, um die sporadischen Störungen des CTOS zu kümmern. Der Bürgermeister beschuldigte die Hacker-Aktivistengruppe DedSec, die Bürger von Chicago ins Chaos zu stürzen. Er versprach, die Anführer der Gruppe zur Rechenschaft zu ziehen. Okay. Dann zieh die mal zur Rechenschaft. Ja, ja. Ja, schon wieder im Kurve. So. Ein paar Poller. Ungeladen, okay. Das bin ich doch bisher immer gewesen. Aha. Ja, komm schon, irgendwie. So. Ice Cream. Juhu. Es gibt ein Eis, es gibt ein Eis. Na gut, vielleicht später. Wobei es hier regnet wie eine Sau. Sommer in Deutschland halt. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du es. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackratten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Ja? Sie haftet. Cool, oder? Das ist ja auch also der Sinn der Wunde, dass sie haftet. Auto und jammern und flirren.
total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Jordi. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück Jordi. Weg. So eine Proberunde wäre doch, oder? Zerstören. Okay, dann erklär mir, wie ich dies auswähle. Wahrscheinlich hier. Köder. Ah. USVs sind ferngezündete haftende Sprengvorrichtungen. Rüsten Sie eine USV im Waffenrad aus, halten Sie R1 gedrückt, um damit zu zielen, und lassen Sie los, um sie zu werfen. Okay. Drücken Sie Kreis, um einen Wurf abzubrechen. Halten Sie Viereck, um die USV zu zünden. Unbenutzte USVs können Sie mit Dreieck wieder aufsammeln. Klingt cool. Probieren wir es aus. So. USV. Schön. Würde ich sagen, so ziemlich am Ende hier, oder? Komm. Zielen. Hey. Oh Mann. Ich habe schon wieder vergessen, wie es überhaupt ging. So. Ah, es klingelt das Telefon schon wieder. Ich könnte... Ups, das ist der Fokus. So. Ah, da, ja. Hier. Warum steckt die Waffe weg? Krass. Weil sie sehr Factory. Füllen Sie Ihren Sprengstoff auf, um für die Dinge zu sein. Okay, ja. Schön gut, ne? Herstellen. Halten Sie einfach Rad zu öffnen, drücken 3, um das wilde Tool herzustellen. Okay. Zeigt an, dass die Komponenten herstellen. Fehlen. Oh mein Gott. Fangen wir schon wieder an zu regnen. Sie finden fehlende Komponenten bei Pfandleihen und Apotheken oder indem Sie Zivilisten hacken. 3. Teufel. Also, du musst erst noch freischalten, Fische. Egal, Frau Meister. Oh, die Polizei. Gut. Oder, aber, könnte es natürlich schon sein, dass nicht die Polizei ist, sondern die Feuerwehr. So. Auf zur Fabrik. Würde ich doch mal sagen, oder? Leute? Oder was meint ihr? Soweit ist es nämlich nicht. So. Schade, ja, genau, spring. Ach nein, ich hätte es zu gerne einen Poller hochgemacht, aber würde ja Zivilisten verletzen. Das ist nicht angenehm. Und nicht wie es Sinn soll. Weil eigentlich soll man keine Zivilisten verletzen. Keine Unbeteiligten. Und so weiter. Kommt es jetzt zum Sturm oder warum fliegen hier Blätter rum? Da wollen Irax Männer Bettnack umlegen. Ja. Hier haben wir die Fabrik. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Kerle. Irax wird davon hören, Bettnacks Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Okay. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein.